In den manischen Phasen hatte ich ganz viele Einfälle. Jeder Einfall war das Wichtigste und Beste, was jemandem auf der ganzen Welt jemals eingefallen ist. Ich bin auch viel einfach planlos durch die Stadt gelaufen. Schmerzen, Kälte oder Nässe, also das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich bin wahnsinnig viel ausgegangen. Es war dann bloß, dass ich halt so übertrieben war, dass die Leute mich schon irgendwie kaum mehr ausgehalten haben. Und dann in einer depressiven Phase ist es genau das Umgekehrte. Ich konnte nichts tun und habe mich für nichts interessiert. Und das Einzige, worauf ich mich am Tag freuen konnte, dass ich abends wieder schlafen kann. Ich habe monatelang gedacht, wie scheiße ist das Leben? Es gibt doch irgendwie einfach nichts Schönes, dass ich wirklich morgens aufgewacht bin und der erste Gedanke war, ich möchte sterben. Hendrik litt an einer bipolaren Störung. Das UKE und der Verein Irre Menschlich haben ihm geholfen mit der Vision des Trialogs. Trialog bedeutet dabei, Menschen mit Psychiatrieerfahrung, Angehörige und Therapeuten begegnen sich auf Augenhöhe. Für mich ist Trialog eine Chance, unerträgliche Zustände zu verändern. Eine Erfahrung auszutauschen, ne? Das ist es eigentlich. Denn auch wie betroffen, uns sind ja die Erfahrungen unserer Angehörigen auch oft nicht klar. Vor allem, weil es von Anfang an hieß, man darf nicht darüber sprechen. Für mich ist der Trialog die Begegnung auf Augenhöhe, als Experten Respekt füreinander entwickeln, gemeinsame Sprache haben und die Vielfalt ernst nehmen, die mit Psychosen verbunden sind und die auch entsprechend vielfältige Hilfen erfordern. Irre Menschlich ist ein trialogischer Verein, der für mehr Toleranz im Umgang mit anderen und Sensibilität für sich selbst wirbt. Aus Psychoseminaren ist vor 15 Jahren der Verein Irre Menschlich entstanden. Angehörige, Betroffene und Therapeuten holen seitdem gemeinsam psychische Erkrankungen aus den Tiefen der Verschwiegenheit. Später kamen unter der Krone des Trialogs Projekte in Schulen, bei Journalisten und in der Polizei hinzu. Wiebke litt an einer Essstörung. Damals konnte sie nicht darüber reden, heute schon. Gemeinsam mit dem Verein Irre Menschlich hilft sie nun Betroffenen, Vorurteile abzubauen, zu sensibilisieren und Stigmatisierungen zu vermeiden. Sie gibt einer Krankheit, die gern in den Mantel des Schweigens gehüllt wird, eine Sprache. Dazu gehört Mut. Wiebke und Hendrik bringen ihn auf, in Schulen, bei Gesprächen, bei Angehörigen. So wird Trialog zum Lichtblick. Frau Schuster ist jetzt bei uns im Studio. Wie ist das, wenn Sie in die Schulen gehen und mit den Kindern und Jugendlichen über Ihre Erfahrungen sprechen? Die Schüler sind auf jeden Fall unheimlich offen, interessiert und sehr dankbar dafür, dass sie mal jemanden direkt, der es durchlebt hat und erlebt hat, Fragen stellen können, die so vielleicht auch in Büchern oder im Unterricht einfach gar nicht beantwortet werden können. Und sie sind manches Mal auch ein Stück weit betroffen. Manchmal sind sogar Schüler dabei, die auf irgendeine Art und Weise selbst betroffen sind. Und die fassen dadurch, dass ich auch eine eigene Erfahrung habe, Mut, auch mal von sich selber zu erzählen, wie es ihnen eigentlich geht oder was sie in ihrem Umfeld schon alles miterlebt haben. Nun ist das ja ganz oft sehr schwierig, aus sich rauszugehen, gerade wenn man selbst betroffen ist mit so einer Problematik wie zum Beispiel einer Essstörung. Warum, glauben Sie, erzählen die Ihnen das? Weil ich in dem Moment bin ich ja eine von ihnen selbst. Das ist die Augenhöhe. Genau, das ist die Augenhöhe, auf die es ankommt. Und das ist dann einfach, die ganze Situation bringt das dann auch mit sich, dass ich eben auch den Schülern diesen Vertrauensvorschuss eben auch gebe und von mir berichte. Und das macht sie einfach offener dafür, darüber zu reden. Wie ist das denn für Sie? Würden Sie sagen, das ist eher eine enorme Belastung und Anstrengung auch für mich? Oder ist der... Also das Gute überwiegt. Ja, das ist für mich überhaupt keine Anstrengung, auch auf psychischer Ebene nicht, weil ich meine Grenzen ganz klar kenne. Mhm. Also ich antworte auf fast alles, aber es gibt die ein oder andere Frage, auf die ich bewusst nicht antworte, entweder um mich oder aber auch um die Schüler zu schützen. Am 1. November findet jetzt zum Jubiläum der Sozialpsychiatrie in Hamburg ein Geburtstagssymposium statt. Das Motto ist Spuren in die Zukunft Sozialpsychiatrie. Sind Sie dabei? Ja, auf jeden Fall. Herr Professor Bock, was ist denn geplant an diesem Tag? Also wir werden ein buntes Programm haben und wir laden betroffene Angehörige Profis ein, aber auch interessierte Laien, die wissen wollen, wie die Psychiatrie sich entwickeln wird. Okay, ich denke, Aufklärungsarbeit darf nie aufhören. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank.